Warum muss meine Oma Pfandflaschen sammeln? Warum müssen in diesem reichen Land Rentner bei der Tafel anstehen? Solche und ähnliche Fragen kamen per Facebook. Sind unsere Rentner eigentlich arm? Stimmt gar nicht, sagen die einen. Für sie sind die arm, die zusätzlich zur Rente Geld vom Staat brauchen. Die sogenannte Grundsicherung. Und tatsächlich, im Moment sind Rentner so betrachtet nicht besonders arm. Denn 2015 lag der Anteil bei den über 65-Jährigen, die Grundsicherung bekommen haben, bei rund 3%. Und die Quote der Hartz-IV-Bezieher bei den unter 65-Jährigen, was ja vergleichbar ist, war rund dreimal so hoch. Stimmt doch, sagen die anderen. Natürlich gibt es Altersarmut. Und deshalb schauen Sie nicht nur auf staatliche Leistungen, denn viele Rentner würden sich aus Scham gar nicht zum Amt trauen. Sie schauen darauf, wie viel ein Haushalt tatsächlich zur Verfügung hat. Arm ist für Sie, mal ganz einfach gesprochen, wer deutlich weniger hat als Otto-Normalrentner. Das beschreibt die sogenannte Armutsrisikoquote. Die lag 2015 bei den über 65-Jährigen bei 14,6%. Und das ist eben leicht höher als bei den Jüngeren. Einig sind sich wohl alle. Die Armut der Rentner in Zukunft, die wächst. Woran liegt das? Die Älteren bekommen ihre Rente aus einer Kasse. In die zahlen die jungen, arbeitenden Menschen ein. Je weniger da drin ist, umso weniger kann also ausgezahlt werden. Es gibt aber immer weniger junge Menschen und immer mehr Ältere. Und die leben auch noch länger, bekommen also länger Geld aus der Kasse. Das sogenannte Umlagesystem funktioniert nicht mehr so gut. Hinzu kommen Millionen Menschen, die keinen oder schlecht bezahlte Jobs haben und deshalb auch gar nicht oder nur wenig einzahlen. Besonders betroffen sind Frauen. Die haben zwar zu Beginn ihres Berufslebens in die Rentenkasse eingezahlt, wenn aber die Kinder kommen, arbeiten viele weniger und deshalb bezahlen sie auch weniger ein. Die Geringverdiener von heute sind die Altersarmen von morgen und die werden mehr.